Herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Kurz zum kleines Intro. Man sieht hier oben Axo, Hans Grohe. Wem sagt das was? Wunderbar, das ist schon mal eine gute Anzahl. Andere Frage, wer hat heute Morgen schon Hände gewaschen? Wer hat heute Morgen schon geduscht? Und ich glaube, so langsam für die, wo Axo, Hans Grohe noch nicht gelesen haben, so langsam dämmert es, wo es denn ungefähr hingehen kann. Wir sind ein Hersteller aus dem Sanitärsegment und heute möchten wir euch die Transformation der Preisbuchproduktion vorstellen. Bisher hat man eine Preisliste, ab jetzt haben wir einen Produktkatalog. Mit dabei habe ich Timo Zimmermann. Er ist Manager und Portfolio-Owner im Bereich IT und Digital Marketing Solutions. In dem Bereich werden die Website-Plattform mit betreut. Unser PIM wird ebenfalls mit den Kollegen entsprechend gewartet und auch die Technik mit bereitgestellt. Wir haben das Desktop-Publishing. Aus dem Bereich sind wir heute hier und auch Event und die Mailing-Plattform, wo wir betreiben. Danke dir, Simon. Ich möchte euch kurz noch Simon vorstellen. Er ist Mitarbeiter bei mir im Team und ist dort eigentlich hauptsächlich zu dem Thema Desktop Publishing aktiv und macht dort das gesamte Projekthandling. Nico. Die Technik kommt. Hallo? Eins, zwei? Ja. Ja, wunderbar. Ja. Sehr gut. So, ich möchte Ihnen kurz die Agenda heute vorstellen. Ganz kurz ein paar Worte noch zur Hans Grohe Gruppe. Und dann gehen wir mal auf die Historie ein, was wir mit Print, mit 2i eigentlich schon alles erlebt haben. Und gehen dann auf das aktuellste Projekt ein, was wir jetzt gemacht haben, also den letzten Produktkatalog, welche Herausforderungen es da gegeben hat und mit welchen Zielen und welche Benefits eigentlich unsere Kunden dann am Ende dabei haben wollen. Insgesamt sind wir seit 1901 als Marke und als Firma aktiv. Wir kommen aus dem Schwarzwald. Wir haben uns das Ziel gesteckt, als regionaler Arbeitgeber der Beste am Platz zu sein. Wir wollen unsere Kunden mit Innovationen und Erlebnisse beim Duschen und beim täglichen Umgang mit Wasser begeistern. Nachhaltigkeit ist bei uns mittlerweile auch ein ganz großes Thema. Das heißt, wir wollen Wasser sparen, aber ohne das Duschvergnügen zu vernachlässigen. Und am Ende wollen wir über nachhaltiges Wachstum auch ein Branchensieger sein, also der erste in unserer Branche. Wir sind insgesamt in 34 Tochtergesellschaften weltweit aktiv. Wir haben 20 Verkaufsbüro und damit eigentlich in über 150 Länder aktiv, über die ganze Welt verstreut. Trotz Corona haben wir in den letzten zwei Jahren Rekorde eingefahren. Wir sind mittlerweile über 5.600 Mitarbeiter. Also wir haben während Corona also sehr viele Mitarbeiter anwerben können und sind jetzt letztes Jahr bei 1,5 Milliarden Euro Umsatz gelandet und haben dabei 260 Millionen Euro Gewinn erwirtschaften können. Den Gewinn investieren wir natürlich auch wieder in unsere Produktion. Wir erweitern unsere Produkte, wir investieren auch in unsere Arbeitnehmer, sodass wir einfach immer wieder neue Innovationen eigentlich fördern können. Wo haben wir gestartet? Wir haben mit allen Produkten eigentlich gestartet, wo das Wasser durchgeht. Also wir haben den Wasserhahn oder bei uns sind es die Armaturen. Wir haben Kopfbrausen, Handbrausen. Wir haben alles für die Badewanne. Das war unser Startpunkt. Und mit dem Produktportfolio
haben wir damals mit diesem Layout begonnen. Das heißt, wir haben alle Produkte schön tabellarisch abgebildet. Es war, sage ich mal, zu 90% auch ein Vollautomat. Das heißt, die komplette Produktion von so einem Preisbuch hier lief vollautomatisch. Insgesamt, wenn ich das jetzt mal auf die zeitliche Schiene sehe, wir haben 2009 gestartet. Wir haben damals Hybris eingeführt und haben mit dem Print-Cockpit gestartet, mit dem Comet-Plugin. Das heißt, das gesamte Buch wurde am Desktop-Client von InDesign generiert und war ja viel Handarbeit, sage ich jetzt mal, die ganzen Kapitel zu produzieren und anschließend irgendwie alles zusammenzuführen. Hybris hat dann 2016 das Print-Cockpit abgekündigt. Das war dann für uns die Chance, dann umzusteigen auf die Print-Suite. Haben dort dann mit dem Planner begonnen, die ganzen Verplanungen aufzubauen, wo wir die ganzen Kapitelstrukturen abgebildet haben, haben redaktionelle Seiten integriert und haben die ganzen Produkte fortlaufend gelistet und haben hier dann auch den InDesign-Server eingeführt. Jetzt, letztes Jahr, haben wir dann den Wechsel auf die PrintSuite 4.2 durchgeführt. Und die Gründe dafür waren, wir haben auch das Produktportfolio deutlich vergrößert. Zeige ich euch nachher noch in einem detaillierteren Bild. Und haben jetzt einfach die Möglichkeit, viel mehr Produkte auf gleicher Fläche zu produzieren, weil wir einfach vom Layout her einen ganz neuen Ansatz für uns gefahren haben und haben dafür einige Anpassungen vornehmen müssen. Also wir haben die Erfahrung von der PrintSuite 4.0 mitgenommen und haben eigentlich die 4.2 neu aufgebaut und haben dadurch eigentlich keine Migration gemacht, sondern wir haben eigentlich einen Parallelbetrieb aufgebaut, weil wir einfach auch sicherstellen wollten, dass das Altsystem weiterhin bestehen bleibt, falls mit dem Neuen etwas passiert oder nicht realisiert werden konnte. Also eine Backup-Strategie aufgebaut. Architektur, ganz klassisch. Wir haben die Commerce Cloud links außen, das ist unser PIM-System. Wir beziehen unsere Medienassets aus dem Zellum-System, Preisdaten entsprechend aus dem SAP. Da kommen auch Logistikdaten und Einlaufdaten, also Geschichten, die wir dann nachher auch im Preisbuch darstellen. Im PrintSuite selber haben wir dann die komplette Verplanung und leiten dann über den InDesign-Server aus, der dann seine Assets dann direkt über einen UNC-Pfad bezieht. Also das heißt, die Assets ziehen wir nicht über irgendwelche Web-Services, einfach aus Performance-Thematiken. Und am Client erfolgen dann noch Finishing-Maßnahmen, um die Dinge dann nachher hinten Richtung Druckerei dann weiterzugeben. So, hier sieht man mal, wie sich das Bad auch weiterentwickelt hat. Wir sind jetzt hier nicht nur bei den Armaturen, Kopfbrausen und so weiter, sondern jetzt kommen auch der komplette Waschplatz dazu. Das heißt, wir verkaufen jetzt auch Spiegel, wir kaufen die ganzen Keramiken, das heißt den Waschtisch mit Unterschrank und Toiletten und auch sonstige Möbel. Das heißt, wir haben ein größeres Produktportfolio. Das sind über 5000 Produkte, die wir jetzt mehr vertreiben in unser Sortiment. Und die müssen halt am Ende dann auch noch in einem gedruckten Werk eigentlich zusammenkommen. Wie das Gesamte abgelaufen ist, wird euch jetzt der Simon erklären, weil er ist von dem gesamten Thema der Projektleiter dann geworden. Wunderbar, danke dir, Timo. Wie du schon gesagt hast, man sieht relativ viel mittlerweile von Hans Grohe auf dem Bild. Vor vielen Jahren hat man noch gesagt, ja, wir machen alles nur das, wo Wasser durchläuft. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo tatsächlich Wasser agiert, unterwegs. Wenn man die Produkte mal live sieht, ist toll. Aber am Ende interessiert natürlich nur dieses Dokument unsere Installateure hauptsächlich. Ja? Die sind draußen, da sind die oder Küchenstudios, wo wir sind, oder in den Ausstellungen.
da ist tatsächlich der ausgedruckte Katalog immer noch präsent und die wollen das sehen. Man sieht auch hier relativ gut, wie mittlerweile die Produkte mit dargestellt werden. Man hat vorher gesehen, es war relativ strukturiert und die Produkte waren einzeln mit aufgeführt. Jetzt haben wir Produkte zusammengefasst. Das heißt, wir haben Produktgruppen gebildet, sodass nicht jedes einzelne Produkt dargestellt werden muss oder jedes Modell, sondern dass Modelle zusammengefasst werden, wo kategorisch miteinander gleiche Merkmale haben und wir diese dann mit einem Beispielbild und auch mit einer Maßzeichnung entsprechend dann auch abbilden. So bekommen wir es am Ende hin, mehr Produkte, mehr Inhalte auf weniger Platz darzustellen. Category Expansion war, ich glaube vor 3 Jahren war das der Auftrag, wo bei uns ein Kollege bekommen hat, für die Weiterentwicklung unseres Produktsortiments weg vom klassischen, wo das Wasser durchfließt, hin zum kompletten Bad mit den Möbeln und auch mit der Keramik. So lange hat es gedauert, vor ungefähr einem Jahr hatten wir uns dann auch mit dem Projekt mit befasst. Im April, Mai ging es dann schon mit den ersten Vorarbeiten tatsächlich los. Mit dem Ziel, werden wir später noch einmal drauf zu kommen, und zwar im März alle 2 Jahre ist die internationale Sanitär- und Heizungsmesse in Frankfurt. Da werden bei uns immer die Produkte vorgestellt und das ist auch das Zieldatum. Bis dahin müssen dann auch die Produkte, wo wir hier haben, zum einen fertig sein, aber auch der Katalog, wo noch an die Kunden rausgeht und auch die Preise drinstehen, muss natürlich auch fertig sein. Kennt ihr mit Sicherheit alle. Was wir natürlich auch haben, wir haben neue Produktkategorien. Die waren so nicht abbildbar in der Preisliste, wie wir es bisher hatten. Das heißt, auch wenn wir es nicht, letzten Endes nicht schaffen, war keine Möglichkeit, sondern wir mussten tatsächlich es schaffen, dass alle Produkte in den Produktkatalog, in den neuen mit reinpassen. Ich sehe jetzt gerade, wir haben die Präsentation auf ein anderes Notebook drauf gemacht, hat es auch die Formatierung genommen. Das darf natürlich beim Produktkatalog nicht passieren. Das muss stimmig sein, das muss passen. Wie haben wir das letzten Endes geschafft? Es gab eine Lösungsmöglichkeit. Wer schon mal sich über ein Auto schlau gemacht hat in den letzten Jahren, der war immer mal dort oder auch, man kennt die solche Matrix-Tabellen. Hatten wir bisher nicht, sondern wir haben alle schön in Listen gehabt. Neuer Ansatz, wir gehen auch auf Matrix-Tabellen. Gleichzeitig, ich habe es vorher schon mit angesprochen, wir haben Produktgruppen zusammengestellt, sodass mehrere Modelle in eine Produktgruppe mit reinkommen. Muss man natürlich auch schauen, Brausen sollen Brausen sein, Mischer müssen bei Mischer sein, Abflussrinnen müssen natürlich auch bei denen mit dabei sein. So muss es natürlich auch thematisch auch noch mit passen. Jetzt gehe ich noch ein bisschen mehr auf das Organisatorische vom Projekt mit ein. Die größte Herausforderung war es letzten Endes, dann wie kriegen wir diese Informationen, welche Produkte kommen tatsächlich dann auch letzten Endes hinten raus, sodass wir am Ende, am Schluss dann auch den Produktkatalog mit rausbekommen. Auftraggeber von dem Projekt war das Content Management. Content Management ist für uns für die Datenpflege, für die Integrität der Daten sowie auch die Qualität verantwortlich. Das heißt, die pflegen alle Daten, müssen gucken, dass es stimmt, geben dann aber auch die Anforderungen und sind auch im Prinzip Man in the Middle. Wenn es noch darum geht, die Daten stimmen nicht, dann müssen die gucken, wo kriegen sie die richtigen Daten entsprechend her oder mit wem müssen sie sprechen, dass die Daten in dem Ursprungssystem entsprechend korrekt sind. Nachgepflegt werden. Unser Bereich IT und Digital Marketing Solutions vom Timo und von mir. Wir waren letzten Endes dann auch für die technische Umsetzung mit verantwortlich. Was das Produktmanagement immer wieder auch an neuen Ideen mit reingebracht hat.
Hier in Schwarz einfach nochmal aufgeführt, Brausen, Armaturen, Thermostate, das ist das, was wir können seit Jahren aus dem FF. Macht uns keiner was vor. Im Bereich Brausen sind wir Marktführer schon seit etlichen Jahren. Das funktioniert, das läuft, da bringen wir immer wieder neue Innovationen mit raus. Und da wissen wir auch, wie können wir eine Preisliste machen, wie können wir entsprechend was aufbauen. Jetzt, vorher schon angesprochen, Category Expansion, unsere CADEX. Wir haben Toiletten mit dabei, wir haben Spiegel mit dabei und auch Möbel. Wie gehen wir mit den Anforderungen um? Für uns ist es neu, für das Content Management ist es neu, aber auch für das Produktmanagement. Wir hatten das Glück, den einen oder anderen neuen Kollegen zu bekommen ins Produktmanagement, wo er schon Erfahrung hatte in dem Segment. Aber trotzdem ist es für Hans Grohe als Unternehmen eine neue Herausforderung. Das heißt, alle lernen mit in dem Projekt. Und somit war das mit Sicherheit auch nicht immer ganz einfach in den Terminen, wo dann zwischen Produktmanagement und Contentmanagement abgelaufen sind, wo dann wieder neue Anforderungen mit reingekommen sind. Letzten Endes, alle Anforderungen, wo gekommen sind, haben wir entsprechend in Stories zusammengeschrieben und zusammen mit Kolb geschaut, können wir das so umsetzen, was kriegen wir alles hin. Letzten Endes war dann Projektbetreuung mit dabei und auch die komplette Entwicklung, wo sehr viel in C-Script noch wirklich für uns konfiguriert werden musste, damit wir dynamisch die Produktgruppen so hinbekommen, wie wir sie dann auch brauchen, dass automatisiert Tabellen aufgebaut werden, dass sie so zusammengefasst werden, wie wir sie tatsächlich dann auch benötigen. Dann das haben wir natürlich, wie es der Timo vorhin schon gesagt hat, Wassersparen. Gibt es wieder ein USP, womit angezeigt wird? Ist dann das Amerikanische, ist das Deutsche? Weil da gibt es wieder unterschiedliche. Also etliche Berücksichtigungen, wo man da treffen muss. Und dann, da tat mir das Kundenmanagement auch ein bisschen leid, haben wir natürlich viele, viele Länder. Jede Tochtergesellschaft, wo wir haben, hat eigene Anforderungen. Nicht nur die Sprache. Ich meine, das ist ja Übersetzung, ist auch ein Thema, was man angehen muss, was lösbar ist. Aber je nachdem sagen die einen, ja, wir möchten noch unsere externe Artikelnummer entsprechend mit aufführen. Dann ist die VVS, bei uns ist die EAN oder beides muss angezeigt werden. Also solche Thematiken mussten auch mit berücksichtigt werden und wir brauchen da eine gewisse Flexibilität. Und das musste immer wieder entsprechend abgestimmt werden, in die Länder geschickt werden, geprüft werden, zurück. Wer es kennt, weiß, das braucht Zeit. Jetzt gehe ich noch mal kurz auf die Erstellung vom Produktkatalog tatsächlich drauf ein. Also der komplette Prozess vom Projekt. Am Anfang war es wichtig, dass wir die Produktgruppen definiert haben. Ja, das muss mit abgestimmt werden. Und auch die Pflege der Variantenkategorien. Am Anfang wusste man nicht, wie viele Produktgruppen das tatsächlich am Ende rauskommen. Über 2500 Produktgruppen mussten gepflegt werden. Das macht nicht nur eine Person, einfach mal zusammensortieren, sondern da wird auch heiß diskutiert, in welchem Land kann man welche Produktgruppe letzten Endes mit ausspielen. Und ebenfalls dann auch noch die Pflege der Variantenkategorien und der Werte, wo dann auch wieder Auswirkungen auf die Produktgruppen hatten. Als nächster Schritt war es dann auch wichtig, die Entwicklung von den Master-Templates. Hier hat man auch nochmal Hans Grohe und Axor, haben wir die Master-Templates, hat Kolb für uns übernommen, haben wir keine Expertise, die haben wir entsprechend für uns eingekauft und auch umsetzen lassen, damit wir hier auch tatsächlich das hinbekommen. Am Anfang hat man auch gedacht, das reicht zeitlich, aber da wurde tatsächlich dann auch noch mal, ich sage jetzt mal, einen Gang hochgeschalten und noch ein bisschen mehr Kapazität mit reingesteckt, dass wir das tatsächlich dann auch in dem Zeitraum geschafft haben. Von dem her vielen Dank da auch noch mal. Dann die Anforderungen von Category Expansion haben sich auch immer wieder etwas verändert. Wir wussten zwar,
welche Produkte kommen, welche kommen aber tatsächlich genau zum Launchtermin, welche kommen jetzt für Deutschland, welche kommen für Belgien, welche kommen für Kroatien, welche für China, welche für USA. Das war alles noch nicht so hundertprozentig klar. Dann gibt es noch einen Genehmigungsprozess, Patent, was auch immer, muss mit abgestimmt sein. Wir waren davon abhängig und hatten natürlich da auch jederzeit wieder irgendwelche Änderungen. Ebenso war für uns auch ein weiterer Punkt, wir mussten die Datenausleitung aus dem PIM-System entsprechend anpassen. Weil, wenn wir etwas machen vom Produktkatalog, wenn wir drucken, dann möchten wir so aktuell wie möglich sein. Sobald es gedruckt ist, ist es eh schon veraltet, aber bitte so aktuell wie möglich. Ebenso natürlich, dass wir es dann auch wieder später aktualisieren können. Wichtig war halt, Anpassung, waren viele Gespräche hin und her. Wie müssen wir jetzt die Daten ausliefern, dass wir es nachher tatsächlich mit anzeigen können? Ebenso mussten wir auch noch die Matrix-Konfiguration vornehmen. Vorher hatte ich es kurz gezeigt. Neue Matrix-Konfiguration, wo wir mit aufgebaut haben, die muss natürlich für jedes Land unterschiedlich sein. Dann haben wir nicht nur Badezimmer, wo ich vorhin angesprochen habe, Hansgrohe ist auch in der Küche aktiv. Wir haben für die Küche haben wir Spülen, aber auch Armaturen. Da möchten wir natürlich auch den gleichen Katalog verwenden und da brauchen wir auch eine gewisse Flexibilität und dort haben wir andere Merkmale. Ja, wie weit kann ich zum Beispiel eine Ausziehbrause rausziehen? Geht es nur 50 cm, was Standard ist, oder kann ich tatsächlich die vollen 70 cm noch einmal rausziehen, wo ich dann das Waschbecken sauber kriege oder den Topf dann doch mal ein bisschen besser ausspülen kann. Ebenso war es dann auch wichtig, die Umstellung innerhalb von der PrintSuite. Wir hatten bisher nur Modelle gepflegt. Jetzt pflegen wir Modelle und Produktgruppen. Das heißt, die Kollegen vom Content Management mussten dann auch wieder eingearbeitet werden und lernen, wie pflege ich heute jetzt die Daten für den Katalog. Das heißt, ein Prozess, wo dann auch wieder Learning by Doing sehr viel, sage jetzt mal, Veränderung auf die Person mit eingegangen ist. Aber am Ende hat es gepasst. Dann kommt jetzt eine Land und sagt, wir möchten keine Produktgruppen, wir möchten doch wieder Modelle und wieder andersrum. Also sehr viel volatile Anforderungen. Ja. Und somit konnten wir für uns letzten Endes auch die Berücksichtigung von Einzelmodellen weiter beibehalten. Zusatzinformationen, beispielsweise bei Möbel kommen noch Zusatzinformationen unterhalb von der Matrix-Tabelle mit raus, muss auch automatisch mit rausgespielt werden. Dinge wurden dann entsprechend auch von Colt mit umgesetzt, dass das automatisch ausgeleitet wird, wenn der Haken in der PrintSuite gesetzt ist. Und dann konnten wir die Produktion entsprechend starten. Das Projekt selbst, wir hatten ein fixes Auslieferungsdatum und wechselnde Anforderungen. Das heißt, während dem Projekt hat sich immer was geändert. Hier oben steht es, hybrides Projektmanagement. Wir mussten tatsächlich nicht nach dem klassischen fahren. Wir machen jetzt ein Step nach dem anderen, sondern mussten oftmals wieder Runden drehen. Im Sprint hat es auch wieder nicht funktioniert. Also somit war es immer, ja, wir haben uns vom Projektmanagement, vom klassischen oder auch vom agilen, uns die besten Methoden mit rausgeholt, wo wir gebraucht haben und haben so auch innerhalb vom Projekt, so wie es gerade erforderlich war, die richtigen Instrumente und Methoden verwendet. Was uns selber sehr viel weitergeholfen hat, wir haben mit Tickets gearbeitet, mit dem Kanban-Board und wir hatten jede Woche einen Abstimmungstermin mit Content Management, mit uns beiden, mit den PIM-Kollegen und auch mit Kolb, inklusive Entwickler. So konnte tatsächlich auch der Entwickler nochmal nachfragen bei den Kollegen vom Content Management. Hey, ich brauche da nochmal Daten oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Und die konnten sagen, du kannst da nochmal genau den einen Punkt verändern. War ein Erfolgsgarant, dass wir tatsächlich das am Ende so hinbekommen haben, wie man es am Anfang noch nicht absehen konnte.
War nicht immer einfach, gab hitzige Diskussionen. Am Ende haben wir ein tolles Produkt herausbekommen. Wie sieht es denn jetzt aus? Vor 2022, Katalog 2022, wir hatten eine Preisliste und Verkaufshandbuch für unsere Marken Hansgrohe und auch für Axor. Wir hatten aber gleiche Inhalte bei der redaktionellen Seiten, ja, für das Verkaufshandbuch, was wir hatten, und für die Preisliste. Also wir hatten zwei verschiedene Dokumente für zwei Marken, das heißt vier Bücher. Separate Produktion, separate Prozesse. Heute, wir haben einen Produktkatalog, einer für Hansgrohe, einer für Axor. Wir haben keine Doppelungen mehr von den redaktionellen Seiten, weil das alles in ein Dokument mit eingeflossen ist. Und wir haben einen gemeinsamen Prozess. Also hier sieht man mal kurz die zwei verschiedenen Bücher. Ein bisschen schwer. Also das ist, was wir früher gemacht haben, zwei getrennte Bücher. Und man sieht, das ist das neue Buch. Von der Dicke her vergleichbar, nur da ist es ein Vielfaches an Produkten drin. Also von dem her war das für uns ein wichtiges Ziel, wieder ein Buch zu haben, das ich auch in der Hand haben kann. Weil das ist für unsere Installateure und Großhändler enorm wichtig. Was wir auch noch haben, zuvor hatten wir sehr viel Weißraum. Eigentlich jede zweite Seite war ein Drittel Minimum Weißraum. Dementsprechend hatten wir viele Seiten. Jetzt nutzen wir die Seiten besser aus. Wir sind noch nicht ganz hundertprozentig, aber wir sind deutlich besser geworden und somit konnten wir tatsächlich da auch nochmal entsprechend Seiten einsparen. Thema Möbel. Hätten wir mit der Preisliste 2022 gar nicht hinbekommen, hätten alles manuell machen müssen. Heute können wir es ausliefern. Ja, das war ein Einblick in das Projekt, was wir hatten. Und am Ende, wir haben das Projekt abgeschlossen, wir haben in Time geliefert. Wir konnten tatsächlich bei der ISH die Produkte nicht nur launchen, sondern konnten auch gleichzeitig die Preislisten oder Produktkataloge entsprechend mit ausliefern und hatten am Ende ein erfolgreiches Projekt. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz die Möglichkeit ergreifen. Timo, kannst du mal bitte nach oben auf die Bühne kommen? Wir nehmen der Bestgekleidete. Am Ende war tatsächlich, wir haben es im Gespräch gehabt, der Entwickler bei euch, der Daniel, der hat einen Top-Job gemacht und Wunsch von ihm war, dass er tatsächlich das Produkt, was wir zusammen erarbeitet haben, auch tatsächlich als Handprodukt bekommt. Und deshalb möchten wir dir stellvertretend unseren neuen Produktkatalog überreichen. Oh, vielen Dank. Mit besten Grüßen an den Daniel. Und somit sind wir jetzt fertig für heute. Und bei Fragen sind wir gerne noch für euch da. Jetzt gehe ich wieder. Ja. Du darfst auch hier bleiben. Du darfst auch gerne Fragen beantworten. Das überlasse ich euch. Passt. Gleich, habe ich im Blick. Nutzt ihr das nur im Druck oder wird das Dokument, also das PDF, auch veröffentlicht und dann digital genutzt? Beides. Also wir haben das Produkt digital auf der Website und man kann es aber auch letzten Endes, die Installateure können es bei uns auch beantragen, dass sie den Katalog haben wollen. Sind wir dieses Jahr auch ein bisschen einen anderen Prozess gefahren wie die Jahre zuvor. Wir haben die zuvor angeschrieben, wollt ihr tatsächlich ein Druckexemplar oder reicht euch die digitale Version? Und die Resonanz war relativ gering, wo ein Druckexemplar wollte, aber trotzdem noch deutlich vorhanden, sodass sich tatsächlich auch der Aufwand gelohnt hat.
Und in dem PDF habt ihr das quasi so ein bisschen interaktiv dann? Ist es dann auch automatisiert, dass theoretisch, was weiß ich, das Inhaltsverzeichnis? Das ist jetzt noch der nächste Ausbau. Ah ja. Also ist schon in der Pipeline, beziehungsweise ja. Die ersten Schritte sind schon gemacht, dass ich praktisch in die kapitelweise reinspringen kann. Und ein anderer Schritt ist, dass wir das PDF, warum auch immer unser Marketing wieder den Flipping Book möchte, ne? Also so der Online-Blätterkatalog, hat man vor 10 Jahren schon gehabt, wollen sie jetzt wieder haben, um einfach eine Digitalisierung hinzubekommen. Aber Nachhaltigkeit ist natürlich ein ganz klar, das Ding kostet nicht nur Papier, sondern ja auch Sprit für den Postboden und die Dinge sind wirklich schwer. Danke. Dort hinten ist noch eine Frage oder dort? Ja. Welche Informationen habt ihr denn eigentlich im Verkaufshandbuch drin gehabt, sodass das vorher 2 separate Dokumente waren? Und warum lohnt es sich, das jetzt zusammenzuführen? Also das waren vielermaßen redaktionell aufbereitete Informationen. Also ähnlich wie der Herr Huber heute Morgen beschrieben hat, zu sagen, wie verkaufe ich vegane Produkte eigentlich über ein Rezept. Und so war jetzt im Verkaufshandbuch viele Ambienteaufnahmen mit dabei, Bad-Szenarien beschrieben, wie man das am besten zusammenstellt. Produktinformationen nochmal ein bisschen marketinggerechter, sage ich mal, aufbereitet und nicht nur stupide, harte Fakten. Dazu war eigentlich auch die Preisliste, da stand der Preis drin, im Verkaufshandbuch stand die Marketingbotschaft drin. Und jetzt hat man beides zusammengeführt und spart Geld. Okay, danke. Ja, ich habe jetzt mittlerweile 2 Fragen. Und zwar, wie war der Anteil, wenn ihr befragt habt, die tatsächlich noch einen Printkatalog wollten, zu dem Ausliefern, vorher, nachher? Gab es da eine deutliche Entwicklung weg vom Printkatalog zum digitalen Katalog? Also lässt sich das quantifizieren ungefähr? Müsste ich selber nochmal nachliefern. Aber es war ungefähr so ein Drittel, was sich tatsächlich zurückgemeldet hat. Sie wollen es. Man ist dann aber auch nochmal auf den einen oder anderen Kunden zugegangen, wenn dann eh der Außendienst unterwegs hat. Der hat dann halt einen Kofferraum gefüllt mit dem einen oder anderen Katalog, wo er nochmal was tatsächlich dann überreichen kann, wenn er fort ist beim Kunden. Weil das eine ist, man schickt eine E-Mail raus, fragt, brauchst du noch einen Katalog? Kriegt eine Rückmeldung. Wie kann man es quantifizieren? Hat er jetzt tatsächlich auch das gelesen oder nicht? Braucht das tatsächlich oder nicht? Und somit wird sich das jetzt erstmal noch tatsächlich einpendeln. Also bis letztes Jahr hat jeder tatsächlich einen Katalog bekommen, wo bei uns gelistet war. Und jetzt ist das ein Prozess, der wächst und wo man dann vielleicht in, ich sage jetzt mal, 2, 3 Jahren dann auch die Erfahrung hat, Prozentzahl X möchte weiterhin ein ausgedrucktes Exemplar. Und die anderen sind zufrieden mit dem Digitalen. Die zweite Frage richtet sich an den Tabellen, an den Matrix-Tabellen. Wie ist Matrix-Tabelle mit Einzelproduktbestellnummer zu korrelieren oder habt ihr da ein anderes System? Die Matrix-Tabelle zeigt nur die Merkmale und welche Merkmale übereinstimmen. Also kann oder ist das ein Bestandteil von dem Produkt oder ist kein Bestandteil? Weil wir auch Modelle haben, wo beispielsweise je nach Dusche von der Brause kann ich einstellen, will ich jetzt einen Massagestrahl, will ich jetzt nur der Regenstrahl. Solche Dinge haben wir mit in der Matrix-Tabelle und die Artikelnummern sind weiterhin untereinander und auch die Preise mit hinten dran. Also das konnte man nicht in einer Matrix-Tabelle abbilden. Okay. Ganz hinten links. Welche Aufgaben sind in der Abteilung Content Management bei euch konkret verortet? Weil manchmal verschieben sich ja bestimmte Aufgaben Richtung Produktmanagement, andere verschieben es Richtung IT. Das wäre einmal von den Aufgaben und ja, wie stark ist die Abteilung? Also das Content Management ist im Produktmanagement angehängt, sozusagen. Ich habe ein eigenes Team mit 11 Personen. Also nicht alle Vollzeit, aber einen Großteil schon. Und die sind für die Content-Pflege im PIM-System verantwortlich und stimmen sich zum einen mit den Produktmanagern ab, um eigentlich, sagen wir, Attribute und Merkmale in Klassifizierungen abzufragen, dann mit den Marketingabteilungen Bildmaterial und Ähnliches zusammenzutragen. Das heißt, das sind die fleißigen Bienchen, die eigentlich das PIM-System befüllen.
und dann aber auch selber dann ihre eigene Datenqualität sicherstellen. Das heißt, sie überprüfen auch regelmäßig, wie gut ist jetzt der Datenstand von den Neuprodukten, um dann auch rechtzeitig wieder zu eskalieren, zu sagen, Marketing, bitte liefert mal richtige Daten an und so weiter. Also ein wichtiger Bereich. Früher war das der Produktmanager, der das hobbymäßig nebenher gemacht. Das hat keinen Zopf. Also nicht nur Daten sammeln, sondern wirklich auch validieren, nachhaken, genau, und das Ganze dann konsistent halten. Genau. Und die kümmern sich auch um die anschließende Datenverteilung auf Plattformen, Kunden etc. Ja, danke. Eine Frage habe ich, und zwar, wie haben Sie das mit den Übersetzungen in die jeweiligen Ländersprachen geregelt? Also wir fahren da zweigleisig. Zum einen versuchen wir, die Länder direkt selber zu integrieren. Das andere ist, wir haben auch jetzt an unser PIM-System ein externes Übersetzungsagentur angeschlossen, wo wir dann auch gezielt Daten exportieren können. Review erfolgt beim externen Dienstleister durch die Länder und dann kommt die qualitätsgesicherte Übersetzung wieder zurück und wird dann verwendet. Aber am Ende wird es dann erst hier sichtbar, ob sie eine gute Arbeit gemacht haben. Wie handelt ihr oder handhabt ihr die Preisinformationen? Bitte? Wie handelt oder handhabt ihr das mit der Preisinformation? Also wir beziehen unsere gesamten Preise aus dem SAP. Also wir machen einen regelmäßigen Download. Und haben auch entsprechend je Land und Währung entsprechende verschiedene Preislisten hinterlegt mit auch verschiedenen Gültigkeitsszenarien. Das heißt, wenn wir dieses Jahr die Produktion starten, können wir sagen, ich will den Preis vom nächsten Jahr, sofern er schon gepflegt ist. Und dann wird er explizit abgedruckt. Und das ist dann der Listenpreis für den kompletten Markt. Aber ihr zieht dann die Preisinformationen immer über das Excel, was ihr dann exportiert? Über SAP. Aus dem SAP? Aus dem SAP direkt in unser PIM-System. Okay. Und dann ist es im PIM persistiert und wenn die PrintSuite auf die Daten zugreift, kriegt es dann on the fly die ganzen Daten. Danke. Ich glaube, das war's an Fragen. Zumindest sehe ich keine Hände mehr. Dann. Nee, keine Hände mehr. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Vortrag.